Ich bin auch so müde. Nochmal schnell die Augen zu machen. Raffi schläft ja auch noch, oder? Ja, okay, nochmal die Augen zu. Und oh, 7.28 Uhr. Unser Wecker hat gerade geklingelt und es wird langsam Zeit aufzuwachen. Und damit herzlich willkommen zu meiner aktuellen Morgenroutine im Herbst. Es gibt morgens ja zwei Arten von Menschen. Die, die direkt aufstehen, sobald der Wecker geklingelt hat. Das bin ich eher im Sommer. Aber jetzt, wo gerade die Tage wieder so richtig kalt und dunkel werden, da brauche ich morgens einfach länger. Und deswegen bin ich Team Snooze. Kommentiert gerne mal, zu wem ihr gehört. Wir chillen auf jeden Fall so circa 20 Minuten jeden Morgen dann nochmal im Bett, bis wir dann richtig wach sind. Raffi meistens am Handy. Ich habe versucht, mir das abzugewöhnen. Und genau, stehe dann so circa um 8 Uhr mit meiner Palme auf. Ich mache die jetzt wirklich schon so viele Jahre. Ich muss mal schauen, wann ich meine erste Morgenroutine hochgeladen habe. Da ist sie auf jeden Fall auch schon drin. Aber ich mache es immer abends einfach mit einem Scrunchie locker meine Haare binden, direkt auf der Mitte von meinem Kopf. Deswegen sieht es auch so schön fluffig da oben aus. Und dann, genau, habe ich am nächsten Morgen keine Knicke. Deswegen gehe ich erstmal ins Bad und kämme meine Haare durch. Und ihr seht, da ist nichts drin. Also für mich funktioniert es mega gut. Probiert es gerne auch mal aus. Und dann mache ich mir mit einer Spange meine Haare nochmal zurück. Denn das Erste, was ich morgens immer erstmal machen muss, ist erstens meine Zähne zu putzen und dann zweitens mein Gesicht zu waschen, damit ich mich einfach fresh und clean und ready für den Tag fühle. Ich beneide Raffi wirklich so sehr um seine Körpertemperatur. Der ist nämlich einfach immer warm und der friert fast nie. Und ich bin halt komplett das Gegenteil. Mir ist irgendwie meistens kalt und gerade jetzt im Herbst vor allem wieder morgens mega. Deswegen dusche ich momentan gerne morgens. Natürlich auch, um mich zu waschen und fresh zu machen. Also nicht nur, weil mir kalt ist, aber es ist eine gute Win-Win-Situation. Deswegen gehe ich morgens mich abduschen und danach geht es weiter mit meiner Skincare. Aktuell benutze ich morgens nur zwei Produkte. Einmal ein Serum und zwar Niacinamid. Das ist super gut für die Haut und dann massiere ich einfach so circa 2-3 Tropfen auf meine Haut ganz vorsichtig ein. Und weiter geht's mit einer Creme. Wenn es wieder kälter wird, benutze ich auf jeden Fall eine mit mehr Feuchtigkeit. Aber aktuell benutze ich diese hier. Die ist einfach gegen Hautunreinheiten und ich komme gerade super gut mit der klar. Aber denkt auch immer dran, dass Pickelmale, Pickel, Rötungen oder Augenringe was völlig Normales sind. Deswegen auch hier nochmal ein Close-up von mir ungeschminkt. Ich hoffe, ich kann euch damit ein Vorbild sein. Geht einfach selbstbewusst mit eurer Haut um. Und dann geht's weiter mit einer anderen Stelle der Haut. Und zwar den Achseln. Denn morgens nach dem Duschen trage ich natürlich mein Deo auf, damit ich einfach über den Tag geschützt bin. Da benutze ich seit circa 3 Monaten das von Wild und ich bin absolut obsessed damit, denn ich habe es von einer Freundin empfohlen bekommen und sie hat voll davon geschwärmt, weil es halt super nachhaltig ist. Normalerweise hat mein Bad ja immer mega viele Einwegprodukte und schmeißt dann Sachen wieder weg, aber das kann man einfach nachfüllen. Ganz wichtig auch, es sind keine Aluminiumsalze, Parabene oder Sulfate drin. Dafür ist es aber tierversuchsfrei, vegan und schützt einfach voll gut vor Geruch, also Jackpot. In der Infobox habe ich euch die Wild-Webseite verlinkt. Da könnt ihr einfach die Farbe eures Aluminiumbehälters auswählen. Die sind so schön. Und man kann sich sogar noch eine Gravur hinzufügen, was ich richtig cute finde. Man kann es dann einmalig bestellen oder wenn man sagt, oh, ich will die Nachfüllpackung direkt in meinen Briefkasten geliefert bekommen, immer wieder, dann kann man es auch als Abo abschließen, also wie ihr wollt. Und es gibt so leckere Düfte. Ich muss aber dazu sagen, dass wenn man es aufgetragen hat, es gar nicht mehr so intensiv riecht, was ich persönlich aber richtig gut finde, damit ich dann einfach mein Parfum zum Beispiel auftragen kann. Und das soll duften, aber mein Deo jetzt nicht unbedingt. Und mein Lieblingssorte ist übrigens Pomegranate und Pink Peppercorn, aber es gibt noch ganz viele weitere und man kann die im Abo auch immer wieder auswechseln, also einfach so Pick und Mix, immer wieder neue Düfte testen. In allen enthalten ist übrigens auch Shea Butter, deswegen haben wir danach so weiche, schön gepflegte Achseln. Es gibt ein richtig tolles Hautgefühl, wirklich. Ich habe übrigens auch einen Code für euch. Mit Cassie20 bekommt ihr 20% auf alle Wild-Produkte. Und kleiner Funfact noch, das ist ja keine Flüssigkeit. Also das nächste Mal, wenn ihr auf Reisen geht, dann müsst ihr euch darüber keine Sorgen machen. Es geht einfach durch die Sicherheitskontrolle durch. Es zählt nicht als Flüssigkeit. Mega praktisch. Wild-Produkte gibt es übrigens auch zum Beispiel im DM, Edeka, Müller oder Butni. Aber mein Code ist wie gesagt online gültig, also benutzt gerne Cassie20, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt. Und hier geht's weiter mit Miley. Die ist morgens wirklich immer so müde und dieser Originalclip hat locker 5 bis 7 Minuten gedauert. No joke. Aber immer wenn wir aufhören, sie zu streicheln, dann macht sie das mit ihren Pfoten. Dann streicheln wir sie wieder weiter und sobald wir aufhören, macht sie es wieder. Also es ist mittlerweile schon so ein richtiges Ritual geworden. Ich glaube, wir haben sie auch total antrainiert, weil es einfach so süß ausschaut. Guck mal, sie reibt sich dann immer so die Augen. Aber es ist einfach zu süß. Ich sag eh immer, Miley ist so ein halber Mensch, weil sie einfach unser kleines Baby ist. Kommentiert mal, habt ihr auch Hunde zu Hause? Ich bin mega neugierig oder seid ihr eher Team Katzen oder gar keine Haustiere? Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne ein Haustier zu leben. Aber genug davon, es geht jetzt weiter. Es wird mal Zeit, mich anzuziehen und im Herbst mag ich super gerne Rottöne irgendwie und alles, was Karo ist. Ich glaube, das Hemd hier habe ich auch schon locker. 4 oder 5 Jahre habe ich, ziehe es jeden Herbst wieder an, weil ich es einfach, ja, total schön und herbstlich finde. Und dazu eine schwarze Skinny Jeans.
alle, die mich gut kennen, ist es wahrscheinlich schon aufgefallen. Und zwar habe ich keine Ohrringe an momentan. Normalerweise trage ich echt immer den kompletten Schmuck die ganze Zeit, egal ob ich dusche oder was auch immer ich mache. Aber ich trage zurzeit super gern diese ein bisschen größeren Ohrringe und damit ist es wirklich unbequem zu schlafen. Deswegen mache ich die dann morgens wieder rein und dann geht es weiter mit meinem Bett. Das ist so ein kleines Ritual, das ich morgens einfach liebe, weil wenn man morgens das Bett gemacht hat und dann immer wieder ins Zimmer reinläuft, dann sieht man einfach, wie schön es aussieht und keine Ahnung, das bringt mir einfach gute Laune und ich denke mir so, oh, ich habe schon eine Aufgabe heute bewältigt, nachdem ich übrigens das Zimmer gelüftet habe, ganz wichtig natürlich, aber es macht mich einfach glücklich, mein Bett dann schön gemacht zu sehen und da geht es weiter und ich mache mich schön. Deswegen laufe ich rüber in das nächste Zimmer und zwar mein YouTube-Zimmer. Da wartet Miley schon auf mich auf ihrem Sofa. Ich glaube, da sitzt eigentlich nie jemand drauf, außer sie und Raffi, wenn er sie streichelt. Aber ja, ich mache mir jetzt hier erstmal meine Haare. Vorher ein Hitzespray rein, ganz wichtig. Die meiste Zeit habe ich meine Haare ja komplett glatt, aber heute hatte ich irgendwie richtig Lust auf Locken. Im Sommer, finde ich, lohnt sich es manchmal nicht, weil es einfach viel zu warm ist und zu anstrengend, sich dann die Locken nochmal mit extra Hitze reinzudrehen. Aber jetzt im Herbst und Winter werde ich es auf jeden Fall wieder öfter tragen und mache das meistens einfach mit meinem Glätteisen. Das geht irgendwie am schnellsten. Dafür nehme ich mir immer eine dünne Strähne, gebe die ins Glätteisen rein und drehe es dann immer weg von meinem Gesicht und zirbel es dann nochmal mit meinem Finger so, damit die Locke perfekt liegt und das wiederhole ich dann einfach auf beiden Seiten. Tada! So sieht vorerst das Endergebnis aus. Jetzt schnappe ich mir aber erstmal meinen Haarreif und mache meine Haare zurück, denn als nächstes werde ich mich schminken und bitte sagt mir, dass ihr auch irgendwie so eine weirde Obsession mit solchen Haarreifen habt. Ich habe mindestens 5 Stück, warum auch immer, mit Katzenohren dran, aber dann habe ich die hier bei H&M gefunden mit diesen Teufelshörnern, die glitzern. Ich konnte sie nicht kaufen und irgendwie bringt es mir gute Laune morgens. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall genau, trage ich erstmal großzügig Concealer auf, denn jetzt momentan habe ich halt gar keine Bräune mehr in meinem Gesicht und ich habe ziemlich schnell so Augenringe, deswegen überdecke ich die ein bisschen mit Concealer. Dadurch sehe ich einfach so viel wacher und fitter aus. Weiter geht's dann mit ein bisschen Farbe und zwar mit Bronzer und Rouge. Ich liebe Rouge im Winter oder im Herbst, weil es einfach so einen richtigen frischen Kick auch optisch reinbringt. Noch ein bisschen was für die Augenbrauen und dann kommt mein Favorite Part und zwar die Nase. Da trage ich mit einem fluffigen Pinsel einfach nochmal ein bisschen extra Bronzer um die Nasenspitze drumherum auf und dann mit einem flachen, dünnen Pinsel ein bisschen Highlighter in der Mitte, so auf der Spitze oben drauf und irgendwie gibt es so einen kleinen Stups-Effekt. Keine Ahnung, ich mag es einfach mega gerne. Und heute dachte ich mir, passend zu meinem roten Hemd trage ich noch einen roten Lippenstift auf und habe 2 Haarsträhnen von vorne nach hinten mit so durchsichtigen Haargummis weggebunden, damit die einfach ja aus meinem Gesicht raus sind. Manchmal fühle ich das mehr als offene Haare zu tragen und dann geht's endlich meinen Morning Coffee. Während die Kaffeemaschine aufwärmt, trinke ich immer erstmal noch ein großes Glas Wasser, aber danach gibt es wirklich nichts Besseres als einen richtig schönen, cremigen, warmen, leckeren Kaffee morgens zu trinken, oder? Oh, und wisst ihr, was so lecker schmeckt? Dieser Haselnuss-Sirup, den habe ich in der Backabteilung gefunden. Da gab es auch noch ganz viele andere Sorten. Vanille habe ich auch schon probiert, aber Haselnuss ist the best. Und das gebe ich immer mal mit Hafermilch in meinen Kaffee rein und es schmeckt einfach so fein. Bis zu dem Zeitpunkt versuche ich morgens auch nicht am Handy zu sein, wirklich erstmal für mich wach zu werden und mich fertig zu machen. Und dann checke ich aber dann meine ganzen WhatsApp-Nachrichten, was auf Insta so passiert ist und E-Mails und sowas. Und dann schnappen wir Meiler und es geht auf unseren Morning Walk. Die ganzen letzten Tage hat es bei uns so viel geregnet, aber heute ist nochmal so ein richtig schöner, sonniger Herbsttag. Und normalerweise gehen wir immer im Feld laufen mit Myla, aber heute dachten wir uns, wir gehen mal an den Wald, der ist auch super nah bei uns, und gucken, ob es da irgendwo Pilze gibt. Denn nach so viel Regen kann es natürlich sehr gut sein. Und Myla liebt es einfach im Wald. Das sind nochmal ganz andere Gerüche als im Feld oder wo wir sonst immer laufen. Und deswegen genau war die richtig on fire. Und es ist einfach das Schönste, wenn ich meinen Hund glücklich sehe. Wirklich, das erfüllt mich so, so sehr. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you smile, it's like you put a spell on me. Always on my mind, on my mind. Ich will unbedingt nochmal in diesen Wald hier zurückkommen, weil es einfach so schön war. Wenn man direkt morgens so einen Tag starten kann, ist natürlich mega. Aber ja, wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde mit Myla spazieren gehen. Das reicht ihr morgens völlig aus. Abends gehen wir noch mal ein bisschen länger, aber das war ja nur ihr Morning Walk. Und dann sind wir nach Hause gefahren und noch an diesem Kürbisstand vorbeigekommen. Und für mich persönlich sind Kürbisse einfach das Symbol für den Herbst. Deswegen liebe ich es, welche zu kaufen. Es gibt auch immer so viele verschiedene, total verrückte Formen oder Farben und Größen. Und gerade mit diesen kleinen dekoriere ich super gerne unsere Wohnung im Herbst. Aber auch zum Essen finde ich sie einfach so lecker. Und deswegen habe ich uns noch so einen kleinen Hokkaido-Kürbis mitgenommen. Ich glaube, den mache ich, wenn dann im Backofen oder vielleicht eine kleine Suppe daraus. Auch sehr lecker. Mal schauen. Auf jeden Fall direkt meinen eingepackt. Und wo wir schon von Essen reden, jetzt geht's endlich Frühstück. Frühstück
frühstückt ihr lieber süß oder deftig? Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Ich bin momentan eher so auf dem deftigen Trip. Deswegen habe ich mir zwei Scheiben von so richtig leckerem Körnerbrot geschnitten. Auf das eine habe ich Hummus drauf mit Radieschen und auf das andere rote Beete-Meerrettich mit Kresse. Ist auch eine mega gute Kombination. Und natürlich teile ich mein Essen. Nein, tatsächlich frühstücken wir immer zusammen und jeder bekommt seine zwei Scheiben. Denn Raffi ist tatsächlich schon seit 1,5 Jahren mein Manager. Die Zeit ist einfach so verflogen und deswegen, ja, ist er die ganze Zeit immer zu Hause und wir können immer alles zusammen essen, was voll schön ist, weil davor musste ich immer alleine frühstücken und Mittag essen und jetzt können wir immer alles zusammen machen. Und danach habe ich mir einen Tee aufgesetzt, gerade eben, wo es kälter draußen wird, ist einfach schön, was Warmes zu trinken und dann journal ich ein bisschen. Das ist auch so der letzte Schritt, bevor ich richtig in den Arbeitstag rein starte, aber ich mag das mega gerne und bald kommt auch mein eigenes Tagebuch raus, aber dazu später mehr. Aber morgen schreibe ich mir zum Beispiel immer 3 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Das können immer die unterschiedlichsten und kleinsten Dinge auch sein, aber man startet dann einfach mit so einem ganz anderen und positiven Mindset in den Tag rein, deswegen mache ich das mega gerne. Und dann, genau, geht's los mit der Arbeit. Meistens, indem ich mir erstmal meinen Laptop schnappe und dann wird gefacetimed. Ein Teil meiner Crew ist ja schon da, und zwar Raffi, aber Tammy ist ja seit ein paar Monaten jetzt auch neu bei uns im Team als meine neue Merch-Managerin. Und deswegen, genau, sitzt sie da auch tatsächlich gerade im Lager. Ihr erkennt es an den gelben Fenstern im Hintergrund. Und wir haben einfach den Tag besprochen, geschaut, was sie alles für mich macht und was ich noch machen kann, was wir fürs Lager vorbereiten müssen, damit der Merch-Shop auch bald wieder live gehen kann. Da gibt es echt noch einiges zu tun, aber ich hoffe, dass wir so in 2 bis 3 Wochen auf jeden Fall wieder eröffnet haben. Das wäre mein absoluter Traum, das noch im Oktober zu schaffen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und genau, dann sprechen wir uns ab. Und dann heißt es wieder Bye-bye, Tammy. Und ich lege los mit meinem Alltag. Meistens besteht der aus Videos planen, Einkaufen dafür, Videos schneiden oder eben Videos drehen und dafür gehe ich in mein Zimmer. Und fang an mit Filmen. Das war sie jetzt, meine Morgenroutine. Ich hoffe, die hat euch gefallen mit meinen 2 Ehrengästen hier auf meinem Kanal. Und falls du übrigens noch nicht abonniert hast, dann mach das unbedingt. Die Kali Crew ist ziemlich cool und die nächsten Wochen über werden nur Herbstvideos kommen. Ich weiß, ihr liebt es, ich persönlich auch, deswegen kann ich den Hype verstehen. Das war jetzt das erste Herbstvideo. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben dafür da und klickt euch jetzt super gerne in die Infobox. Denn da habe ich euch, wie gesagt, den Link zu Wild reingepackt. Ich finde, es ist echt ein richtig gutes Deo, deswegen freue ich mich, dass ich euch das heute mal vorstellen konnte. Ihr könnt auch super gerne, wie gesagt, meinen Code Cassie20 benutzen oder einfach mal bei DM, Budni, Müller vorbeischauen und euch das da im Laden holen. Das war's, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut, Leute!